Ja, erstmal von mir einen schönen guten Morgen und ja, herzlich willkommen zur neuen Saison. Allen ist bekannt, dass wir 10 Abgänge hatten und wir jetzt es geschafft haben, zum heutigen Tag, zum Saisonbeginn, aktuell Neuzugänge zu verpflichten. Verpflichtungen in unserem Verein sehr demokratisch gelaufen, mit allen Trainern zusammen in Absprache regelmäßig und dann in den letzten Wochen sehr intensiv gearbeitet, gemeinsam als Team, also ein großes Kompliment auch an das Trainerteam, das trotz Urlaub, muss man sagen, einfach hier jeden Tag einfach gearbeitet hat für diesen Verein, um dann am Ende eine gemeinsame Entscheidung hier herbeizuführen. Und deswegen diese Verpflichtungen, wo wir alle eine Idee, einen Plan dahinter haben, getätigt haben. Und ich denke, jetzt zum Saisonstart können wir nicht unzufrieden sein, dass wir jetzt nahezu die Mannschaft komplett haben für die Vorbereitung. Ich denke, das ist für uns alle sehr wichtig. Es gibt noch eine Planstelle, die ist offen. Und bekanntermaßen ist es ja so, dass wir immer gesagt haben, wir schauen mal in die Saison rein, beziehungsweise in die Vorbereitung und dann immer noch die Entscheidungsmöglichkeit, irgendwo was zu ändern. Grundsätzlich ist, glaube ich, die größte Erfahrung, die wir im letzten Jahr gesammelt haben, es geht immer nur über die Mannschaft in der dritten Liga. Das hat uns damals den Weg geführt, sehr erfolgreich in die dritte Liga, von der dritten in die zweite Liga, über mannschaftliche Geschlossenheit. Leider ist das irgendwo ein bisschen vergessen worden in den letzten Jahren, weil stets und ständig wurde immer wieder gefordert, die Spieler und bessere Spieler und da, und wo jetzt wir aufgestiegen sind in der zweiten Liga, da war, hieß es immer stets von anderen Mannschaften, wir spielen Rumpelfußball, wir sind doch keine Fußballer, aber am Ende waren wir erfolgreich. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel zum Erfolg, eine Mannschaft zu sein, eine Mannschaft, die zusammenhält. Und das liegt insbesondere natürlich auch im Team selbst, natürlich auch in der Teamführung. Und natürlich bedarf es bei jedem von Qualitäten. Aber klar ist doch auch in der dritten Liga, dass hier nicht Spieler herkommen, die in der ersten Liga spielen können oder in der zweiten Liga spielen können. Ja. Schließlich ist es dann so, wenn Spieler aus der zweiten Liga hier herkommen zu uns, dann ist es so, weil sie entweder keinen Markt mehr haben oder noch sehr jung sind und dort vielleicht keine Spielperspektive sehen oder aus der ersten Liga. Insofern ist es klar, dass jeder Spieler Potenzial hat, aber auch jeder Spieler irgendwo noch ein paar Defizite, an denen er arbeiten kann. Deswegen sind wir ja auch in der dritten Liga. Und wir haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen, mit Trainerteam, nicht mehr so viel zu reden, sondern zu handeln. Und Sie können selber die Spieler bewerten, wie Sie sehen im Training, machen Sie sich ein Bild. Wir haben eine Idee, einen Plan mit den Jungs. Und daran werden wir jetzt intensiv arbeiten in den nächsten Wochen. Und dann kann man die Spieler, glaube ich, eher danach abrechnen, ob es dann was bringt oder nicht. Ja, erstmal haben wir Jungs geholt, habe ich ja gesagt, die auch in ihren anderen Vereinen einfach eine Rolle gespielt haben. Also die haben dritte Liga gespielt, die haben im Ausland gespielt und da ist erstmal ein Level da, wo wir sagen, okay, die bringen diese Dinge mit, die wir hier in Magdeburg brauchen. Und jetzt gilt es daran, mit den Jungs zu arbeiten. Sie haben sicherlich jeder Einzelne gewisse Potenziale, die wir anpacken müssen und das werden wir halt tun und das macht halt Spaß. Und, aber die Ausgangssituation ist ja nicht so, dass wir hier das Fußball-ABC denen beibringen müssen. Und wie gesagt, sie haben eine gewisse Größe, sie haben ein gewisses Tempo auf allen Positionen und das macht uns erstmal schon, beruhigt uns. Und jetzt gilt es darum, Tag für Tag da eine Mannschaft zu formen, die dann auch eine Mannschaft ist auf dem Platz. Und da ist jeder wichtig. Da sind die Erfahrenen, die hier schon eine Weile da sind, haben eine hohe Verantwortung, einen hohen Stellenwert. Die müssen die, sage ich immer, an die Hand nehmen, die Neuen, und dann gehen wir unseren Weg. Also du musst immer offen kommunizieren, du musst ehrlich sein, du musst den anderen mitnehmen, also die Spieler mitnehmen. Ich hoffe, dass die Jungs uns brauchen und wir brauchen auf alle Fälle die Jungs, das muss nur ein Wechselspiel sein. Und wenn wir das von der ersten Minute an leben, das werden wir tun. Ja. Und das haben wir auch in den 7 Spielen gemacht, weil wenn du die Jungs nicht mitnimmst, wenn du nicht sie so einstellst, dass sie das Gefühl haben, alle sind wichtig, dann wird es schwierig. Und das werden wir tun. Ja, das werden wir von der ersten Sekunde an heute oder morgen auch klar besprechen. Und dann muss dann innerhalb der Mannschaft auch müssen Führungsjungs da sein, die das auch mit leben, mit einfordern, nicht nur das Trainerteam. Und dann, denke ich, haben wir die Basis geschafft. Und da wird sicherlich auch mal Themen geben, wo wir uns streiten. Und das gehört in der Beziehung auch dazu. Und dann müssen wir wieder rausgehen und dann geht es weiter. So stelle ich mir das vor. Ja, es gibt ja zwei Sachen, gegen den Ball und mit dem Ball. Und gegen den Ball wollen wir schon aktiv sein, aggressiv sein, immer wieder versuchen, schnell den Ball zu erkämpfen und erobern, wahrscheinlich und sicherlich auch sehr hoch. Das ist schon wichtig, da müssen alle mitmachen, da müssen alle fit sein. Und dann die Arbeit mit dem Ball, dass wir dann eben auch mutig sind, risikobereit sind, immer versuchen, Pressing zu überspielen. Das muss so ein Mix sein. Aber hier muss eine Mannschaft auf dem Platz stehen,
wo man erkennt, dass er Bock hat, dass er eben von der ersten Sekunde immer fightet, immer alles in die Waagschale wirft. Da werden wir sicherlich auch Spiele verlieren. Das wird sicherlich auch passieren. Aber wenn diese Grundtugenden wieder da sind, diese Bereitschaft, ins Spiel zu gehen, unsere Art und Weise auf den Platz zu bringen, was ich gerade gesagt habe, ja, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dodo Ernst und Philipp Harand werden ein extra Programm machen. Jörg Bertram ist so weit mit der Schulter, dass er den Laktattest mitmachen kann und fliegen mit dem Ball, wie heute Nachmittag, nur noch nicht im Zweikampfbereich. Und Lukas Liskovic, der noch bis letzte Woche Sonntag gespielt haben, haben wir nochmal in Urlaub geschickt, hat einen Laufplan, wird nächste Woche Montag zu uns stoßen zur Mannschaft. Wir sind immer hoch ehrgeizig und wir stellen uns immer gerne höheren Zielen. Aber das Erste, was erstmal stehen muss, ist das Fundament. Ist ja ganz klar. Also das haben wir ja letztes Jahr erlebt, wie hart der Kampf ist. Und nicht nur wir. Wir waren ja nicht als alleinige betroffen, sondern ja, fast 7 oder 8 Mannschaften hat das betroffen. Also insofern kann das nur das erste Ziel sein, dieses Fundament erstmal stabil zu bauen. Wenn wir dann das haben und dann schauen wir mal, auf wie viele Monate oder wie viele Tage haben wir denn danach noch Zeit bis zum Ende der Saison, dann werden wir uns das zweite Ziel darauf setzen. Aber jetzt, im ersten Schritt ist es erstmal ganz klipp und klar, diese 46 Punkte einzufahren. Und deswegen darf ich auch nochmal sagen, das liegt natürlich auch dann immer im Wesen der Führungskräfte. Und da haben wir uns gemeinsam auch geeinigt dazu, zu diesem Weg. Weil wir sagen nicht, dass wir dann, wenn wir angenommen, ich habe es ja auch damals gesagt, in der Aufstiegssaison, wenn wir im Dezember 45 Punkte haben, dann können wir darüber reden. Und wir hatten 45 Punkte und wir haben dann über anderes geredet. Also wenn sowas käme, dann wären wir natürlich offen. Aber Fakt ist, und das muss es erstmal sein, dass wir erstmal uns dieser Basis stellen, so schnell wie möglich dieses Ziel zu erreichen. Und das müssen wir übertragen, vor allen Dingen, weil es dann nämlich die Wirkung hat auf die Mannschaft, die Jungs, dass dann nämlich um jeden Punkt gefeitet wird und jeder Punkt kostbar ist in dieser Liga. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Und das haben wir, glaube ich, alle als Lehre mitgenommen. Was hier vermittelbar ist, das habe ich aber schon mal gefragt, warum ist das hier nicht vermittelbar in Magdeburg? Wäre ja die Gegenfrage, was haben wir so besonders, dass wir uns anderes auf die Fahne schreiben müssen, als erstmal diese Basis als Saisonziel zu legen. Ich sage ja bewusst Basis, um dann vielleicht mehr daraus zu bauen. Also es ist so, dass gerade die Kollegen aus der Abteilung Spielbetrieb, der sehr intensiv daran arbeiten, zusammen mit dem Gesundheitsamt und zusammen mit der Politik, an einem schlüssigen Konzept. Da sind sie auch schon relativ weit gekommen. Es ist so, dass wir uns natürlich dort auch die Kollegen im Ticketing, sich Gedanken gemacht haben dazu, wie kann die Saison aussehen. Das haben wir auch gemeinsam besprochen, auch mit den Gremien gemeinsam besprochen, Aufsichtsrat und Präsidium, wie wir dazu verfahren werden. Ich denke, dazu werden wir in Kürze sehr zeitnah Verkündungen oder Veröffentlichungen tätigen, wie wir damit umgehen in dieser schwierigen Zeit. Weil es ja klar ist, ein besonderes Jahr. Ein besonderes Jahr verlangt manchmal besondere Maßnahmen. Wie gesagt, wir haben uns dort gemeinsam nämlich auf den Weg geeinigt und den werden wir jetzt auch, ich denke, zeitnah jetzt verkünden.